so. Was Sie sagen, ist unmöglich. Ich selbst trieb einen Speer ins Herz des Propheten. Ich sah ihn sterben. Ohne Zweifel haben seine Leute jemand anderen in seine Robe gesteckt, um die Lügen weiter zu verbreiten. Sie sind gebrochen, diskreditiert und verbrannt. Wir ziehen nach Süden und erledigen den Rest seiner Leute. Aber der Prophet ist tot. Das schwöre ich. Okay. Jetzt immer das Schönste, verbreite Lügen, um deine Gegner zu verunsichern. Aber das hat irgendwie extreme Ähnlichkeiten mit unserem gewissen Herrn Jesus. Und ja, so wie ich die Geschichte kenne, ist der Prophet noch am Leben. Stopp! Aua! Da kommen schon diese schönen Todesanimationen. Das Ding. Bring ich mal drüber. Hat doch gerade was gedingt. Ah nein, das war nur ein Löffel. Ein Teller oder sowas. Das Wasser da muss steigen. Mein Herr, ich führe eine kleine Armee an. Treu, bewaffnet und bereit. Und ich habe gute Nachrichten. Wir haben das Grab des Propheten gefunden. Unterwegs wurden wir von Verrückten in der Tracht des Propheten angegriffen, aber sie waren schnell besiegt. Wir ließen einen entkommen und folgten ihm zurück zur Oase. Ob der Prophet dem Tod entkommen ist oder ein anderer seine Robe trägt, ist nicht von Belang. Alles darin wird vergehen und es wird endlich ein Grab werden. Gut. Oder auch schlecht. Also das Wasser muss steigen. Gut, versuchen wir es mal. Okay. Gut, das funktioniert ja nicht. Ich glaube, ich habe eine Idee. Da glitzert doch was. Ja, habe ich gesehen. Alte Münzen. Ja. So. Ah. So. Ja. Haha. Kommen wir da drauf? Natürlich kommen wir da drauf.
Okay, so kommen wir da auch hoch. Und wir sind ein bisschen abgewaschen. Oder auch nicht. Gefunden. Mach es schon auf. Leer. Er ist leer. Nein. Nein. Was habe ich übersehen? Hey, hier unten ist es. Nein. Nicht gut. Sprengsätze legen! Das Grab des Propheten. Nach all dieser Zeit. Der Prophet ist in dem Stein oben drauf. Da drin, so Gott will. Ja? Aufmachen. Vorsichtig. Warte mal, wieso? Das könnte äußerst gefährlich sein. Er hat eine Hand, die durchstochen ist. Wer zur Hölle sind Sie? Sie sind doch so clever. Ich vermute, das wissen Sie schon. Trinity. Wo ist das Artefakt? Ich habe keine Ahnung, wovon Sie sprechen. Spielen Sie keine Spielchen! Sie haben uns hierher geführt. Hören Sie. Der Sarg war leer, als ich ankam. Da war keine Leiche und definitiv kein Artefakt. In Deckung! Dumm gelaufen. Lara immer explodieren. Okay. Ist das? Lara! Ich muss dir so viel erzählen, aber ich... Warst du beim Grab des Propheten? Ja, aber ich wurde verfolgt. Was? Von wem? Sie nennen sich selbst Trinity. Sie wollten mich ausschalten. Was zum Teufel ist hier los? Du machst mir langsam Angst. Das Grab war leer, aber ich glaube, sie wollten die göttliche Quelle. Das Artefakt, das dein Vater gesucht hat? Da ist noch mehr. Da war dieses Symbol im Grab. Ich wusste, dass ich es kenne. Es hat mich verrückt gemacht. Dann fiel es mir ein. Es steht hier drin.
In einem von Dads Büchern. Hör dir das an. Die verlorene Stadt Kitesh verschwand angeblich in Sibirien irgendwann im 12. Jahrhundert. Legenden nach soll die Stadt direkt vor der Invasion der Mongolen in einem See versunken sein. Und die Verbindung zum Prophetenartefakt? Das gleiche Symbol. Lara. Wenn die göttliche Quelle in den Ruinen von Kitesh ist und auf ihre Entdeckung wartet, muss ich dahin. Nach Sibirien? Ist das ein Witz? Überleg doch, wenn dieses Ding wirklich das Geheimnis der Unsterblichkeit lüftet, das würde alles verändern. Krankheit, Leiden, Tod, vorbei. Hörst du dir eigentlich selbst zu? Jonah, wir haben schon so viel durchgemacht. Du weißt, da draußen gibt's mehr. Es könnte wahr sein. Das ist mir völlig egal. Ich habe zu viele Freunde verloren. Ich will dich nicht auch verlieren. Dad kam nie auf die Verbindung zu Kitesh. Er hat hierfür alles geopfert. Einschließlich dich. Hör auf, dir an allem die Schuld zu geben. Es war seine Entscheidung. Ich kann ihn nicht aufgeben. Nicht jetzt. Ich habe nur das. Das stimmt nicht. Und wenn du mal 5 Minuten Pause machst, siehst du das vielleicht. Oh, oh, oh. War Jonah der mit im ersten Reboot auf Schiff war? Jonah? Schieß! Verdammt nochmal! Sie halten uns nicht auf! Scheiße, Lara! Was machen wir jetzt? Ich habe sie hingeführt, Jonah. Wenn es die göttliche Quelle gibt, müssen wir sie zuerst finden. Sibirien, wir kommen. Gut, und deswegen sind wir in diesen einzigen Gebieten unterwegs.